Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal die 1.9 zeigen, beziehungsweise den 1.9er Snapshot, der am Mittwoch rausgekommen ist, also gestern von meiner Seite. Ich weiß nicht, wann ich das hochladen werde. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, was neu ist in diesem Video. Ihr seht hier unten schon Minecraft 15W31A. Das heißt sozusagen, dass es halt noch keine fertige Version ist, sondern so ein Snapshot. Hier steht noch nicht Minecraft 1.9 Snapshot oder so. Hier steht einfach nur so eine Zahlenkombination. Das bedeutet einfach, dass es keine fertige Version von Minecraft ist. Wir können jetzt natürlich logischerweise auch noch nicht Multiplayer spielen, weil es einfach viel zu viele Erneuerungen gibt, damit das Ganze kompatibel sein würde. Ihr seht, wir können jetzt hier auf keinen einzigen Server spielen. Wahrscheinlich gibt es sogar schon einen einzigen Server, der die 1.9 unterstützt, aber ja, den kenne ich halt nicht. Und ich wurde gerade rausgetappt aus Minecraft, frag mich nicht warum. Also dass ich halt auf dem rausgeschmissen, dass ich halt auf dem Desktop lande. Frag mich nicht warum. Auf jeden Fall das dazu. Aber wir können hier natürlich eine neue Welt erstellen und uns die Erneuerung ansehen, sonst wäre es ja nichts, einfach nur im Startmenü rumzugammeln. Texture Packs gibt es möglicherweise auch nicht und wenn, dann will es nur ein einziges geben und ich habe keinen Bock danach jetzt großartig zu suchen. Ja, ich stelle mal kreativ erstmal ein mit Cheats, damit wir auch später noch in den Survival-Modus gehen können. Biome zerklüftet. Gibt es hier irgendwas? Nee. Wahrscheinlich ist das ist wahrscheinlich alles noch so normal. Im 1.9 als Seed ein, freut mich nicht warum. Mach ich einfach mal. Aus Langeweile. Und dann geht's auch schon los. Die Welt wird generiert. Und dann sehen wir uns mal ein paar neue Features an. Erstmal leckt's hier ein wenig. Weil die Welt sich aufbauen muss. Ich weiß nicht, ich habe noch nie eine Singleplayer-Welt sozusagen aufgenommen. Ich weiß deswegen nicht, ob das normal ist, dass es so leckt oder ob es jetzt wirklich an der Beta-Version liegt. Aber jetzt geht's wieder einigermaßen. Ich nehme natürlich nicht wie gewohnt in meinen 60 bis 100 FPS auf, aber es geht einigermaßen leckfrei. Und ja, dann kommen wir jetzt erstmal zu den neuen Items. Ich habe mir das jetzt schon einmal angeguckt, muss ich sagen. Ja, es gibt nämlich hier Purpurblöcke, Purpurpiller, Purpurstairs und Purpurslabs. Ihr seht, ich habe das Spiel auf Deutsch, aber die neuen Items sind logischerweise noch auf Englisch, beziehungsweise ist halt eine Beta-Version, ist dann halt logisch, dass die noch auf Englisch sind. Ja, hier seht ihr, das gibt es als neues Item, einfach einen neuen Block. Muss mal gucken, ob man den als schön empfindet. Ich weiß auch nicht, wie man den craften kann. Muss man dann halt mal gucken, wenn man dazu mehr weiß. Dann Purpurpiller, einfach sowas. Also damit kann man halt, wenn man diese Blöcke natürlich nur schön findet, kann man damit halt ein neues Haus dekorieren im Prinzip. Also kann man halt im Prinzip sein Haus so mit dekorieren. Ja, dann gibt es hier halt noch diese Purpurstairs. Kann man halt ein Dach mitbauen, wenn man die schön findet. Und ein pinkes Dach schön findet, ich weiß nicht. Ist mehr so für die Mädchen angerichtet, die Minecraft spielen. Ja, dann hier noch Purpurslab, also Purpur Half-Slab. Half-Step. Ja, hier seht ihr, einfach ganz normal. Ja, kann man mit was mitbauen, was man will. Ja, so viel dazu. Dann ziehe ich das mal mit raus. So, und dann seht ihr hier jetzt so ein Schild. Es soll mir nicht bald Schilder geben, aber momentan gibt es aber noch keine Schilder. Die sollen noch später hinzugefügt werden. Wie gesagt, ist ja auch erst die erste Beta, die erste Snapshot. Beta kann man nicht sagen, aber den ersten Snapshot. Beta wäre wie gesagt noch viel zu früh, das ist der allererste Snapshot erst. Und der ist für die zweite Hand, das Ganze funktioniert auch schon relativ gut. Da wollte ich jetzt noch nicht hin, das zeige ich euch ja später. Wir nehmen uns jetzt einfach mal ein ganz normales Schwert in die Hand. Und dann ein wenig Essen, einfach mal einen Apfel. Dann packen wir hier mal jetzt den Apfel rein. Und das Schwert halt ganz normal. Dann sehen wir hier, wo wir jetzt hier den Apfel reingepackt haben, taucht eine zweite Hand auf. Wir können diese momentan aber nur benutzen, wenn wir... Lol. Ja, dazu sollte ich lieber in den Game Mode 0 gehen. So funktioniert das Ganze nicht so gut. Diese linke Hand können wir nur benutzen. Geht jetzt auch logischerweise nicht, weil wir vollen Hunger haben. Diese können wir nur benutzen, wenn wir eine leere Hand haben momentan. Weil es ist logisch, ihr wollt natürlich auch noch damit blocken können mit dem Schwert. Und nicht mal damit blocken können. Das heißt, wenn ihr eine leere Hand habt, könnt ihr aber mit links essen.
Ich weiß nicht, das Ganze ist auch noch ein bisschen kompliziert zu erklären und auch generell kompliziert, weil das Ganze halt noch in der ersten Version ist. Aber wir können dieses Item halt benutzen. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen. Funktioniert auch nur mit ein paar Items. Mit Essen funktioniert jetzt zum Beispiel relativ gut. Ja, wir können es halt nur benutzen, wenn wir eine leere Hand haben. Aber wofür das eigentlich gedacht ist, dieser zweite Hand, zeige ich euch jetzt. Nämlich gibt's, wie ihr bestimmt schon herausgefunden haben solltet, oder zumindest wie ihr vielleicht schon wisst, gibt's neue Pfeile. Dazu nehmen wir uns jetzt erstmal einen Bogen. Und dann, ja, hier, ich zeige euch jetzt erstmal alle. Hier gibt's Potion of Weakness, also ein Pfeil. Wenn ihr den auf den Gegner schießt, hat er den Effekt Schwäche für ein paar Sekunden. Dann Potion of Strange, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Also, der hat dann den Effekt Stärke. Das ist gut für SG-Run, wenn ihr den auf euren Teammate oder ja, auf euren, oder auf einer Survival-Mate, auf eurem Kumpel schießt, auf einer Survival, auf einem Survival-Server, so, auf euren Kumpel schießen wollt, ist ganz gut dafür. Ja, oder Potion of Regeneration, wenn er fast vom Sterben ist. Zum Beispiel, wenn, ich stelle mir jetzt vor, Varro 4 oder Varro 5, ich weiß ja nicht, wann die rauskommt, wenn dann einer, keine Ahnung, in Lava verreckt, dann kannst du schnell Potion of Regeneration auf den schießen, dann regeneriert er schneller. Ja, also so stelle ich mir das gut vor. Dann Potion of Poison, also dann hat er den Effekt Gift für ein paar Sekunden. Kann ich jetzt leider natürlich noch nicht im Multiplayer austesten. Sonst hätte ich vielleicht irgendwie so einen kleinen Server gemacht mit Hamachi oder so. Und das mal mit meinem Kumpel ausgetestet, aber ich glaube, das Ganze ist noch nicht kompatibel. Sonst wäre es ganz cool, das mal auszutesten. So kann man es momentan nur auf Maps austesten. Ja, Potion of Harming. Ich weiß gar nicht mehr genau, was Harming als Effekt ist. Könnt ihr mir vielleicht mal aushelfen in den Kommentaren. Dann Potion of Healing, wird er logischerweise geheilt. Water Bottle. Weiß ich auch nicht genau, was das bringt. Ja, ich glaube, dadurch wird er gelöscht. Stimmt. Dadurch wird er, glaube ich, gelöscht, wenn er brennt. Also auch ziemlich praktisch. Dann Potion of Slowness, wird er logischerweise langsamer. Potion of Swiftness. Was heißt es nochmal? Bin zu dumm, gerade zu wissen, was Swiftness heißt. Ich wusste es auf jeden Fall mal. Also sorry schon mal dafür. Potion of Fire Resistance hat er natürlich Fire Resistance. Potion of Leaping. Weiß ich auch nicht genau. Potion of Invisibility, da wird er unsichtbar, was mega, mega cool ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so als Nachteil oder als Vorteil dienen soll. Natürlich kann man es dementsprechend ausnutzen. Potion of Night Vision hat er einen Effekt Nachtsicht. Und Spectral Arrow. Das heißt, wenn ihr mit diesem Pfeil jemanden abschießt, hat er für ein paar Sekunden, ich weiß nicht, vielleicht bis zu einer Minute, aber ich glaube so 30 Sekunden, hat er so einen Kasten um sich. Das heißt, er kann nicht mehr wegrennen. Zum Beispiel PvP kann er einfach nicht mehr wegrennen, dieser Gegner. Ihr wisst immer, wo er ist, weil er halt so einen extrem auffälligen Kasten hat. Und ja, das muss ich euch auf jeden Fall mal zeigen. Deswegen, davor werden wir uns auf jeden Fall mal einen mitnehmen. Dann können wir noch einen Unsichtbarkeitspfeil mitnehmen. Ich würde euch jetzt nicht jeden Fall zeigen, das würde einfach zu lange dauern. Vielleicht noch ein Giftpfeil. Ja, Wasserbottle kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich... Ja, okay, ich könnte ihn wahrscheinlich schon anzünden und es euch dann eben zeigen. Ja, ihr könnt es ja mal versuchen, ihn mitzunehmen. Ja, sonst, so war es das eigentlich. Sonst brauchen wir keine mehr. Und dann muss ich versuchen, die noch so ein bisschen zu stacken, damit wir nicht nur einen von denen hinterher haben. So. Zack. 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 Ich weiß nicht, ich hoffe, ich habe jetzt keinen ausgelassen. Wird schon so passen. So. Das mit dem Ordnen mache ich jetzt ohne Hotkeys, weil ich euch das jetzt eh nur zeigen möchte. So. Dann gehen wir mal in die Game Mode 0 und ich zeige euch das Ganze. Ja, ich wähle jetzt mal den Unsichtbarkeitspfeil aus. Ihr seht, wenn wir jetzt hier so schießen, schießen wir einen random Pfeil. Ich glaube sogar den ersten Pfeil, der hier in der Hotbar ist, schießen wir damit. Aber das ist gar nicht der Sinn der Sache. Also im Prinzip ist es der Sinn, wenn ihr einen bestimmten Pfeil schießen wollt, packt ihn einfach in die linke Hand und er schießt ihn. Also das ist im Prinzip auch der richtige Sinn der linken Hand. Und natürlich später, wenn Schilder dazu kommen, dass ihr das mit Schildern macht. Das ist aber im Prinzip der richtige Sinn der linken Hand. Ja, dass ihr halt so das Ganze macht. Und jetzt suchen wir uns mal einen Mob. Ja, wir können es ja ins Hasen versuchen, aber die sind ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wir sollten lieber da einen anderen Mob suchen. Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder in den Game Mode 1 und lieg mal einmal, um mir einen Mob zu suchen. Da zum Beispiel ein Schar in der Kuh ist ganz praktisch. Sind zwar jetzt nicht so viele Mobs, aber für ein paar Fälle reicht schon. Also, ich zeige jetzt erstmal diesen Spectral Arrow. Ich hoffe, die verreckt nicht direkt daran. Ja, ihr seht, sie hat einfach so einen Effekt.
Das heißt, ihr könnt sozusagen durch Wände gucken sogar. Das ist so ein kleiner Wallhack im Prinzip. Also ihr könnt wirklich durch Wände gucken mit diesem Effekt. Also der dient halt, wie gesagt, nur für ein paar Sekunden. Ihr seht, jetzt ist er auch schon wieder weg, aber eigentlich so extrem praktisch schon. Das zeige ich euch jetzt mal, den Unsichtbarkeitspfeil. Ihr seht, er ist einfach unsichtbar. Der Nachteil ist nur, dass ich glaube, dieser Pfeil ist extrem stark. Zumindest verrecken die Mobs bei mir direkt danach. Ihr seht. Aber im Prinzip, ihr wisst, denke ich mal, wozu er gut ist. Er macht einen halt unsichtbar. Das ist halt der Nachteil, weil die Mobs verrecken zumindest bei mir direkt instant. Aber ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Dann den Giftpfeil. Ihr seht, eigentlich die Mobs verrecken direkt daran. Also sorry schon mal dafür. Aber ihr habt, denke ich mal, in den Partikeln das gesehen. Er hat den Gift-Effekt. Ich kann es leider jetzt nicht so gut zeigen, weil es nämlich mit Multiplayer kompatibel ist. Und ich, wie gesagt, und die Mobs, wie gesagt, daran schon verrecken. Ihr seht, er hat aber den Gift-Effekt. Die verrecken einfach nur instant daran. Also kann ich euch jetzt schlecht zeigen. Aber ich denke mal, ihr wisst, wie ich das meine. Jetzt bräuchten wir einen etwas stärkeren Mob als einen Huhn. Ich kann es vielleicht mal mit einem Huhn probieren. Ich muss mir nämlich dazu nochmal ein Feuerzeug nehmen. Wie gesagt, wenn ihr manches nicht sehen wollt, spult einfach ein bisschen vor. Ich mache das jetzt extrem ausführlich. Also, wie gesagt, falls ihr es nicht sehen wollt, spult einfach ein wenig vor. Das soll nämlich extrem ausführlich sein. Das Review. Weiß ich, vielleicht habe ich dann sogar eins der ausführlichsten gemacht. Okay, also die sind ein bisschen zu schwach. Ich kann es nochmal versuchen. Da muss ich instant auf die 2 wechseln. Nee, ich habe die nicht angezündet. Oh, scheiße. Also das ist schon schwierig, den da zu erwischen. Auf jeden Fall, ich denke, das Grundprinzip habt ihr erkannt, was auch immer. Ich würde am liebsten das euch noch an einer Kuh zeigen, aber da ich sie ja alle, ja, wie soll man sagen, getötet habe, hier ist ein Schaf. Daran können wir das gut zeigen. Hier. Oh, habe ich leider jetzt nicht geschafft. Bleib doch mal stehen. Ja, okay. Der Fall tötet den dann instant. Aber ich denke, im Grundprinzip habt ihr es erkannt, wenn euer Teammate brennt, ich weiß nicht, ob es in der Hölle funktioniert, dann könnt ihr ihn einfach damit löschen. Ja, also so ganz schön praktisch. Dann kann ich euch das Ganze jetzt ja mal so zeigen. Wenn wir aus der linken Hand essen wollen, ihr könnt mit links essen, indem ihr rechts halt drückt. Aber wenn ihr das Ganze mit einem Schwert machen wollt, funktioniert das logischerweise nicht. Oder mit einem Bow. Sondern halt nur mit einer losen Hand. Hier wird es halt auch nur so mit funktionieren. Natürlich, Leder oder so hat jetzt keinen Nutzen. Also ihr könnt es natürlich auch mit einem Lederbarren oder so in der Hand tun. Also im Prinzip das, was keinen Nutzen hat. Damit könnt ihr es nur machen. Könnt es natürlich auch mit einer Feder machen. Kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen. Ja, aber das im Prinzip so dazu. Dann gibt es noch ein paar neue Items. Ich werde euch wahrscheinlich eh nicht alles zeigen können. Ich weiß noch nicht mal, ob das End jetzt schon hinzugefügt wurde, weil es soll ja ein neues End geben. Ich weiß nicht, ob das schon hinzugefügt wurde oder nicht. Das werde ich euch aber noch nicht zeigen. Das werde ich euch vielleicht in einem extra Video mal zeigen. Oder wenn mal neue Snapshots rauskommen. Ich werde vielleicht mal so eine kleine Reihe sogar dazu machen. Deswegen werde ich vielleicht mal so Hashtag 1 davor schreiben. Also, ich werde mal vielleicht so eine ganz kleine Reihe dazu machen. Das heißt, ich werde euch mal das End noch zeigen, das neue End. Ich weiß nicht, vielleicht wird noch irgendwas im Nether dazu kommen. Das werde ich euch noch zeigen. Dann werde ich euch zeigen, wenn die Schilder dazu hinzugefügt werden oder wenn halt noch andere Sachen hinzugefügt werden, weil es ist ja noch längst nicht alles da. Ja, aber wir sind auch noch nicht fertig. Es gibt hier nämlich noch neu Endrod, also Endangel, heißt es eigentlich, Endrod. Ich weiß aber selber nicht, was es bringt. Ja, jetzt sehen wir es, das bringt's. Also das muss man wohl im End finden, im neuen. Aber das neue End werde ich euch nicht zeigen, weil das Video sonst zu lange dauern würde. Ich werde vielleicht jetzt direkt danach mal eine Folge aufnehmen und gucken, ob ich euch das Ganze mal zeigen kann. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht mehr euch in diesem Video zeigen. Also ihr seht die Endrod, die bringt Endrod. Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Die kann man halt auch logischerweise, stehen sie in der Luft. Sieht ein bisschen lustig aus. Die bringen auch ein bisschen Licht. Was sie jetzt genau bringen, weiß ich leider nicht, aber sieht sehr lustig aus.
Gut, was gibt's noch? Es gibt noch was Neues, Bedroot Seeds, also es gibt rote Beete. Das sind halt diese Pflanzen. Man kann die so rote Beete, glaube ich, sogar anpflanzen auf Feldern. Also halt sowas Neues wie Brote, Karotten und so. Kann man jetzt auch unter anderem rote Beete anpflanzen. Ich zeige es euch mal als Nahrungsmittel. Das ist die rote Beete. Ich könnte sie jetzt logischerweise nicht essen. Können ja mal wieder in den Game Mode 0 gehen. Dann laufe ich ein bisschen rum. Und dann zeige ich euch das Ganze. Die Animation, sagen wir es mal so. Also ihr seht, die Textur sieht so aus. Die werden auch nichts dran verändert haben. Ich sehe, das ist die Full Texture Pack. Also ich kann es euch jetzt natürlich noch nicht in andere Texture Packs zeigen, weil halt noch weil es noch halt keine gibt. Ja, und es ist wie gesagt alles auf Englisch noch die neuen Items. Die alten sind so. Und das bringt nichts, weil ich zu langsam Hunger verliere. Aber wie gesagt, das gibt es halt als neues Nahrungsmittel. Ja, sonst gibt es hier, glaube ich, noch nichts. Doch Feuerwerksstern, ich glaube, das gab es noch nicht vorher. Es könnte sein, dass ich sogar ein Item sage, was mir noch nie aufgefallen ist. Weil ich wirklich jedes einzelne durchgehen will. Aber ich glaube, Feuerwerksstern gab es noch nicht, oder? Kann aber sein, dass es das schon gab. Weil da bin ich echt überfragt. Alle Items kann ich mir wirklich nicht merken. Aber so generell Feuerwerksstern, wenn überhaupt, gab es. Dann. Hier gibt es sonst generell nicht so viel Neues. Ich guck mal selbst ein bisschen durch. Water Think Splash Potion. Oder Splash Water Bottle. Das ist, glaube ich, neu. Ich weiß aber selber nicht, was das ist. Aqua Splash Potion. Splash. Splash heißt ja Instant, ne? Ja, das ist ja, glaube ich, nicht neu. Aber. Ja, hier seht ihr Potion auf Stärke. Also ich glaube, die oberen, diese Water Bottles sind neu, aber ich weiß nicht genau, was die bringen. Das wird man aber, denke ich mal, noch herausfinden. Ja, sonst gibt es noch eine neue Sache. Oder ich weiß nicht, vielleicht auch noch mehrere. Ich muss selber mal ganz kurz durchgucken. Aber hier gibt es noch nichts anscheinend. Ja, wie gesagt, hier rote Beete gibt es neu. Ich muss mal gucken, wo das Ganze ist. Ja, TNT-Lore und so gab es ja alles schon vorher. Ja, Karottennote gab es alles schon. Also hier sonst generell gibt es noch gar nichts. Übrigens so ein kleiner Fun Fact, by the way. Diese rote Beete gab es schon in der Pocket Edition. Eine Sache, die es schon in der Pocket Edition gab, die es noch nicht in der echten Minecraft-Version gab. Ziemlich lustig, aber dafür kommt sie ja jetzt hinzu. So. Ja. Hier gibt es sonst, glaube ich, nichts Neues. Ich gehe ein bisschen langsamer dadurch. Aber es gibt hier neue Showers Flower und Showers Plant. Das weiß ich selber nicht genau, was das bringt. Also da kann ich euch leider nichts sagen. Und dann gibt es den Enderdrachenkopf. Neben den ganz normalen Wizardkopf, Zombiekopf und so weiter gibt es halt einen Enderdrachenkopf. Ja, sonst ist, glaube ich, noch nichts neu. Ich guck mal lieber nochmal einmal hier. Seelensand. Sonst müsste alles nicht mehr neu sein. Genau. Das müsste es gewesen sein. Mit den letzten Erneuerungen. Da sind wir auch schon durch. Und zwar weiß ich selber nicht, was es bringt. Ich kann sie jetzt hier auch nirgendwo setzen. Seht ihr, ich drücke gerade Rechtsklick, es bringt nichts. Also da weiß ich echt nicht, was das bringt. Oder worauf man das überhaupt setzen muss. Vielleicht sogar über diese Blöcke. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber man kann es ja mal versuchen. So, setzen wir mal den hin. Und versuchen einen draufzusetzen. Nee, geht auch nicht. Also da weiß ich selber nicht, was das bringt. Vielleicht kommt da sogar noch ein Feature hinzu. Also ich kann damit auf jeden Fall jetzt nichts anfangen. Ihr seht, Rechtsklick, ich kann es nirgendwo hinsetzen. Es bringt auch nichts, besonders an Attack Damage. Es bringt einfach nichts. Also, das ist jetzt auch keine Waffe oder so ein Scheiße. Ja, aber hier der Enderdrachenkopf könnt ihr ganz normal hinsetzen. Ich denke, jeder wird die Köpfe in Minecraft kennen. Jetzt gibt es einfach nur noch einen Enderdrachenkopf. Haben wir einfach als Fun-Item hinzugefügt. Finde ich, sieht ganz gut aus. Ich glaube, den droppt dann der Enderdrache einfach. Kann ich mir zumindest nur vorstellen. Weil man muss ihn ja irgendwie auch ins Survival bekommen können. Ich glaube, dann droppt ihn einfach der Enderdrache. Ja, einfach so als Fun-Item, als Dekoration für sein Haus oder whatever. Ja, dann noch als kleines Feature. Ich glaube, es müsste es geben. Erstmal in die Animation. Ihr seht, das Skelett hat so eine richtige Laufanimation. Wenn wir es dann schlagen, das funktioniert aber nur im Game Mode 0, weil der uns da logischerweise nur angreift. Sehen wir. Ich weiß nicht, ob ihr das vernünftig sieht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das selber vernünftig sehe. Oh. Okay.
haben wir noch gerade so überlebt. Ich weiß nicht, ob ich das so vernünftig sehe, aber ihr seht hier, es hat halt so eine Animation bekommen, die war vorher halt noch nicht da. Und normalerweise sollte das Skelett auch noch den Bogen spannen, bevor es abschießt. Ich weiß nicht, ob es das jetzt getan hat. Aber ihr seht erstmal so generell, es hat halt so eine kleine Animation bekommen. Und für mich sieht es auch ein bisschen anders aus. Und ja, so das im Prinzip dazu. Jetzt habe ich euch so eigentlich alles erklärt mit der Hand und so weiter. Das ist erstmal so im Grundlegenden die Features der ersten Snapshot. Es wird aber noch vieles hinzukommen. Zumindest das mit den Schildern wird hinzukommen. Das weiß ich. Und vielleicht doch höchstwahrscheinlich zu 100% eigentlich Bugfixes. Weil manche Sachen sind halt hier noch ein bisschen buggy oder haben noch keinen Nutzen. Wie zum Beispiel das, könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, was es bringt. Aber gut, das war es dann im Prinzip von dieser ersten Folge. Also von diesem 1.9er Preview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde vielleicht mal gucken, ob ich in der nächsten Folge euch das End zeigen kann. Sonst gibt es meiner Meinung nach nichts Neues mehr, sondern nur diese Sachen. Und vielleicht noch das End. Vielleicht auch noch ein bisschen was im Nether. Aber sonst denke ich mal nichts mehr. Ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.